Ja, und jeder, der Doom kennt, der weiß, wie das Spiel läuft. Man betritt einen Raum, nimmt irgendwas mit oder legt erstmal einen Schalter um und schon kommen Gegner. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird man auch in Gegner rein teleportiert. Das hängt gerade nach dem ab, wie die Map ist und welche Schwierigkeitsgrad man auch wählt. Denn je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Gegner sind da und desto schneller sind die Gegner und aggressiver und tödlicher und unlustiger. Und wenn ich mich richtig erinnere, wird das Spiel später noch so richtig unlustig. Von wegen, man geht in den Raum und es sind erstmal 30 Gegner drin, nimmt dann was auf und kriegt nochmal 30 Gegner. Und da. Jetzt habe ich die Keycard aufgenommen und schon sind da Gegner, die mich töten wollen. Und ich habe das Boss zerstört. Ganz toll. Naja, wenigstens stand ich davor und ja, ich muss die jetzt töten. Ich muss sie einfach töten. Ach, ich hasse es, dass ich immer alles niederschießen muss. Geh weg! Wo kamen die her? Wo kamen die her? Kann ich da auch lang? Nein. Die wurden herteleportiert und. Oder kamen von irgendwo her? Hello? Kamen die da raus? Nein, wurden wohl teleportiert. Das kommt öfters mal vor, dass Gegner einfach in den Raum teleportiert werden. Oder wir zu Gegnern. Manchmal kommt es auch vor, dass wir zu noch mehr Gegnern teleportiert werden. Und stirb. Und boah, ich schieße das so weit vorbei. Was gibt's noch zu sagen? Ah ja, im Gegensatz zum Original Doom, oder zumindest wenn man das Original Doom ab Windows 2000, glaube ich, spielt. Noch mehr Gegner. Was heißt die? Naja, noch mehr Vertrieb. Kann ich hier auch wunderbar mit der Maus ziehen? Ich weiß gar nicht, ich glaube im Original Doom ging das gar nicht. Da hatte man dann nur recht beschränkte Möglichkeiten zu zielen, beziehungsweise man hat einen eingebauten Aimbot gehabt, wo die Kugeln, wo man nur so grob in die Richtung der Gegner zielen musste. Und dann sind die Kugeln dahin geflogen. Das habe ich leider nicht. Ist also relativ gesehen etwas schwieriger, wenn man so sagen möchte. Ja, genau das ist das Problem bei Doom. Das sammelt irgendwo eine Keycard auf und so sind wieder Gegner da, wo man schon Gegner getötet hat. Und stirb. Das kann später zu massiven Munitionsproblemen führen, wenn man nicht aufpasst. Ist da noch drin? Ja, das lassen wir mal stehen. Heilung, die man braucht, sollte man stehen lassen. Kommt da noch was? Nein, nur Fässer. Nur Fässer. So, da ist nichts. Da ist nichts. Okay. Und ja. Das hat sich gelohnt. Und. Oh, das war das Ende schon? Ups, ich wollte doch eigentlich noch nach der roten Kika zu. Ich hätte speichern sollen. Okay. Dann, na, mach zu. The Gaunt? Nee, Gauntlet? Gauntlet, was heißt das Gauntlet auf Englisch? Auf Deutsch, ja. Mein Englischkenntnis ist nicht so toll. Deswegen weiß ich jetzt auch genau, was Gauntlet heißt. Und wir speichern erstmal. Ja. So, speichern. Und ja. Uak. Uak, woher kenne ich das jetzt? Oh, ein Armor-Bonus. Ein Armor-Bonus, den nehmen wir doch gleich mit. Und oh, Gegner. Ah, das sind nur so einfache Pistolentypen. Die einfachsten Gegner spielen. Und Schrotflinte. Oh, Schrotflinte ist böse. Und ah, noch mehr Schrotflinte. Und oh. Verdammt, das ist nur der zweite Schwierigkeitsgrad. Warum reg ich mich so auf? Das soll einfach sein. Das sind einfach die ersten Runden, die sind einfach. Die späteren Runden sind viel übler. Da fängt man an, kriegt drei gute Waffen und dann kommen 20 Gegner und verbläst das mit ganzer Munition. Warum versuche ich dauernd die Leute zu treten? Ich kann das in diesem Spiel nicht. Warum versuche ich es? Warum? Keine Ahnung. So, ist da noch irgendwas? Ist da noch irgendwas? Komm, Munition, Panzerung, Rüstung, irgendwas, Leben. Rote Keycard. Ja, ich brauche eine rote Keycard. Ich hab keine. Oh, zieh die Schrotflinte. Yeah, zwei auf einmal. Double Kill, yeah. Und, ah ja, das Spiel macht einfach Spaß und ist so ein richtig schönes Killer. Geht dort auf, stelle ich gerade fest. Richtig schönes Killerspiel, Spiel für Killerspielspieler. So richtig alt und, ja, sinnlos brutal. Und, was war das?
Denkst wohl, du bist toll da unten, hä? Denkst wohl, du... Und ich kriege ihn nicht von hier, nicht? Ja. Okay, von hier. Von hier vielleicht? Von... Nein. Da ist er. Yeah. Denkst wohl, du kannst ihn da unten vor mir verstecken, wa? Da ist noch einer. Den krieg ich auch noch. Yeah, ich kriege euch alle und das ist nur die Leiche von dem Mann. Und hab schon mal gleich... Oh! Ich hasse sowas. Das ist du. Er kommt in einen Raum und gleich wird man angegriffen. Und was ist das? Another Doomed Space Marine. Oh, Moment, falsches Spiel. Ja. Das ist ein anderes Spiel, das ich vielleicht ein anderes Mal Let's Playen werde. Und manchmal schießen die Gegner sich auch selbst tot. Wenn sie sich so zufällig treffen, dann fangen sie an, gegeneinander zu kämpfen. Boah, ich hasse den Typ mit der Stofflinde. Die macht so viel Schaden und ist unglaublich genau. Im Vergleich zu heutigen. Deswegen ist er wohl auch eine der meistgenutzten Waffen neben Raketenwerfer. Den wir noch nicht haben. Aber natürlich in keinem Doom fehlen darf. Und so, die Waffe war jetzt recht nutzlos, wenn ich mich erinnere. Oder? Zumindest im Original Doom war sie das. War sie extrem wenig. Ja. Obwohl, noch geht's. Noch, ja. Egal, ich bleibe bei der Stoßflinte. Meine Lieblingswaffe. Ich liebe Stoßflinten. Oh. Ja, ich bin so ein Gewalttätiger und Schalter. Okay. Wo sind die Gegner? Nun gibt's nichts umsonst. Ulle. Grün, grün ist giftig. Dahinter, Gegner. Nein. Ganz viele Gegner, ganz viele. Naja, gut. Relativ viele, ne? Für den Schwierigkeitsstufen wären wahrscheinlich doch dreimal so viel. Ach, stirb endlich. Mensch. Und wir legen den Schalter um. Keine Ahnung, was der bringt, aber wir legen ihn einfach um. Schalter muss man. Was ist das? Okay, legen wir auch mal um. Oder, ja, was heißt umlegen? Wir betätigen mal den Totenkopfknopf. Bleibt der an? Der bleibt an. Und neue Gegner. Ja. Das ist das Schöne an allen Spielen. Es gibt überhaupt keinen Sinn, dass da so viele Gegner sind, aber sie sind einfach da. Und wir kriegen noch mehr Helme. Ah, wo kommst du denn her? Ja, teleportieren sich einfach mal zu einem hin. Hörst du? Was war das? Was war das für eine Explosion? Ist da noch wer? Können auch rennen, fällt mir gerade ein, ne? Dann geht's schneller. Obwohl, wir haben es nicht eilig. Und was war das für eine Explosion? Egal. Nicht da, nicht bei uns. Wir will uns nichts tun. Vielleicht haben sich nur mal wieder ein paar Gegner gegenseitig beschossen. Ist da noch irgendwas? Nein. Ein bisschen helfen, nicht schlecht. Aber muss das so gehen. Und jetzt ist da die Tür offen. Yeah. Dafür war der Totenkopf gut. Totenkopfschalter, ja. Yeah. Genau so baut man sich Schalter in der Hölle. Oder nein, momentan sind wir noch auf der Erde. Ich klatsche schon das Sachen aus dem Spiel. Ah, oh, getarnte Dämonen! Getarnte Dämon. Und er ist tot. Na, es sieht jetzt ziemlich schlecht. Ich weiß ja, der kennt man in der Aufnahme. Der auf jeden Fall ist ein Dämon. Der ist so getarnt, dass man ihn schwierig erkennt. Und aber ich erkenne auch die Dinger, die nicht getarnt sind, schon gar nicht. Ich sollte mir wirklich mal die Brille kaufen. Also, machen wir die Tore auf. Und schauen, was da noch ist. Ah ja, die hatte ich schon erschossen. Hier richtig. Ah, die Stoffflinten sind noch da. Gut, Munition. Brauchen wir immer. Und da ist ein Aufzug. Und Gegner. Ah, klasse. Hopp, geh auf. Das Problem ist auch, dass man die Aufzüge nicht steuern kann. Das heißt, man springt drauf und sie gehen rauf oder runter. Wenn man draufsteht, kann man sie mit eh nicht mehr richtig steuern. Also, man kann es so runterrufen, aber man kann ihn direkt wieder rauffahren lassen. Nein, man muss warten, bis er von alleine rauffährt. Und ist da noch was? Ah nein, da war nichts mehr. Nervt etwas, aber man kann nichts dagegen tun. Keine neuen Gegner. Sollte man immer mal schauen, ob neue Gegner da sind? Denn man weiß ja nie. Nicht, dass die einem in den Rücken fallen, wenn man gerade schon von vorne mit
ganz viele Gegner zugespammt wird. Und Munition. Munition braucht man immer, sollte man immer ausreichend dabei haben. Okay. Lalala, kommt der. Ich wusste es. Ich wusste, dass der Gegner kommt. Was so offensichtlich. Ich meine, jeder, der mal Doom spielt hat, weiß, wo die Gegner ungefähr kommen. Ich meine, immer wenn man eine Keycard aufnimmt, immer wenn man einen Raum mit extrem vielen Waffen oder Munition oder neue Waffen Munition betritt, kommen Gegner. Also, es ist nicht sonderlich schwierig herauszufinden, wo die Gegner kommen. Schwierig ist es dann schon, sie zu töten. Okay, jetzt noch nicht, und auf der Schwierigkeitsstufe. Da geht die scheiß Tür wieder zu.